Ein Hauch von Schwerelosigkeit umweht sie, die Mobiles von Calder. Elegant und fragil sind sie, in der Balance, aber doch stets in Bewegung. Calder hat mit dem Gleichgewicht experimentiert und einige Jahrzehnte später haben das auch Fischli Weiss getan. Die Zürcher haben dafür Alltagsgegenstände verwendet, zweckentfremdet. Für Peter Fischli ging es dabei immer auch um das abrupte Ende des Balanceakts. Was mich am meisten interessiert am Gleichgewicht, ist irgendwie das schlummernde Ungleichgewicht und die Energie, die in diesem schlummernden Zusammenbrechen lauert. Das Werk, das Fischli Weiss weltbekannt machte, der Lauf der Dinge. Eine schier endlose Verkettung von labilen Gleichgewichtszuständen und deren gewaltsamer Zerstörung. Das ist eigentlich das berühmte Gegensatzpaar von Konstruktion und Dekonstruktion. Und das kennen wir eigentlich seit früher Kindheit an, dass die Freude am Aufbauen und die Freude am Zusammenbrechen von etwas, das man auftürmt, ist gleich groß. Zwischen schwer und schwerelos pendeln auch die Drahtzeichnungen, mit denen Calder Artisten verewigte. Zirkuskünstler also, die mit dem Gleichgewicht spielen.